Eine Wurzelkanalbehandlung ist ein zahnmedizinisches Verfahren, das notwendig ist, wenn das Innere eines Zahnes, das sogenannte Zahnmark, Enzer ein Viertel endet oder infiziert ist. Dabei wird das Enzer ein Viertel endete Gewebe entfernt und der Kanal gereinigt, desinfiziert und anschließend wieder verschlossen. In diesem Video werde ich genauer darauf eingehen, wie eine Wurzelkanalbehandlung abläuft. 1. Anzeichen FA ein Viertel eher eine Wurzelbehandlung. Zu Beginn sollten wir uns zu einer CHSD die Anzeichen FA ein Viertel eher eine notwendige Wurzelkanalbehandlung anschauen. Diese kann in unter anderem starke Zahnschmerzen, Schwellungen am Zahnfleisch, Empfindlichkeit gegen ein Viertel BER Haiien oder kalten Getreinkin oder eine Wehrvererbung des Zahnes sein. Wenn Sie eines oder mehrere dieser Symptome bei sich bemerken, sollten Sie umgehend einen Zahnarzt aufsuchen, um die Ursache abzuklären. 2. Diagnose und Planung. Der Zahnarzt wird zu einer CHSD eine GAA ein viertelendliche Untersuchung des betroffenen Zahnes durch ein Viertel REN, gegebenenfalls Röntgenaufnahmen machen und eine genaue Diagnose stellen. Anhand dieser Diagnose wird der Zahnarzt dann einen Behandlungsplan erstellen und erläutern, was bei der Wurzelkanalbehandlung gemacht werden muss. 3. Lokalanästhesie. Bevor die eigentliche Behandlung beginnt, wird der Zahnarzt den Bereich um den betroffenen Zahn mit einer Lokalanästhesie betäuben, um Schmerzen während des Eingriffs zu vermeiden. Dies ist in der Regel ein kurzer und schmerzloser Vorgang, der es dem Patienten ermöglicht, die Behandlung ohne GAA-Beschwerden zu durchlaufen. 4. Entfernung des Enzer ein Viertelendeten Gewebes. Nachdem die Betäubung wirkt, wird der Zahnarzt mit speziellen Instrumenten das Enzer ein Viertelendete oder infizierte Gewebe aus dem Inneren des Zahnes entfernen. Dieser Vorgang kann etwas Zeit in Anspruch nehmen, da der Zahnarzt äußerst präzise arbeiten muss, um alle Enzer ein Viertelendeten Teile zu entfernen. 5. Reinigung und Desinfektion des Wurzelkanals. Sobald das Enzer ein Viertelendete Gewebe entfernt ist, wird der Zahnarzt den Wurzelkanal GAA ein Viertelendlich reinigen und desinfizieren. Dies geschieht mit Hilfe von speziellen Pfeilen und Desinfektionslösungen, um sicherzustellen, dass alle Bakterien und Keime entfernt werden und der Kanal frei von Infektionen ist. 6. FA ein Viertelung des Wurzelkanals. Nachdem der Wurzelkanal gereinigt und desinfiziert wurde, wird er mit einem FA ein Viertel Material, in der Regel Gutapercha genannt, GFA ein Viertel LLT und anschließend dicht verschlossen. Dies verhindert, dass erneut Bakterien in den Kanal eindringen und eine erneute Infektion verursachen können. 7. Abschluss der Behandlung. Nachdem der Wurzelkanal GFA ein Viertel LLT wurde, wird der Zahnarzt den Zahn mit einer FA ein Viertelung oder Krone wiederherstellen, um die Stabilität und Ästhetik des Zahnes zu gewährleisten. In einigen Fällen kann es erforderlich sein, dass der Patient zu einem späteren Zeitpunkt eine Krone erhält, um den Zahn weiter zu GFA ein Viertel ziehen. 8. Nachsorge und Heilungsprozess. Nach der Wurzelkanalbehandlung ist es wichtig, dass der Patient die Anweisungen des Zahnarztes genau befolgt, um eine schnelle und erfolgreiche Heilung sicherzustellen. Dazu gehört unter anderem die regelmäßige Mundhygiene, die Vermeidung von harten oder klebrigen Lebensmitteln und die regelmäßige Kontrolle beim Zahnarzt. Abschließend lässt es sich sagen, dass eine Wurzelkanalbehandlung zwar ein aufwendiger Eingriff ist, aber oft die einzige Möglichkeit darstellt, einen Enzer ein Viertelendeten oder infizierten Zahn zu retten. Wenn Sie Anzeichen FA ein Viertel eher eine notwendige Behandlung bemerken, zögern Sie nicht, einen Zahnarzt aufzusuchen, um die Ursache abklären zu lassen und eine geeignete Therapie zu erhalten. Nur so kann der Zahn langfristig erhalten werden und weiterhin seine Funktion erhalten.